Hallo und herzlich willkommen zurück zu Empire Earth, dem Zeitalter der Eroberung. Und nachdem wir in der letzten Folge jetzt mit dieser Mission hier angefangen haben, ich mache gleich im Anschluss weiter sozusagen, haben wir folgende Probleme. Wir müssen einen Haufen Nahrung sammeln, die wir nach Taiwan schicken. Von Taiwan kriegen wir Truppen, die wir nach... Was ist denn hier los? Oh, wir haben... Okay. Auf jeden Fall, die Truppen von Taiwan, die müssen in Russland ankommen. Russland gibt uns Eisen und Gold. Eisen brauchen wir für Japan und Japan gibt uns eine neue Technologie am Ende. Wir werden angegriffen. Das ist so im Grunde der wesentliche Kreislauf, den wir hier durchlaufen müssen. Und das, was ich hier gerade sehe, ist ein absolutes Problem. Wir werden angegriffen. Fertig, Sir. Könnt ihr da mal bitte ganz kurz ausscheren? Natürlich. Denn eine gottverfluchte Haubitze zur... Zwei Haubitzen offensichtlich schießen gerade unsere ganzen Universitäten kaputt. Was ich jetzt noch nicht auf dem Schirm hatte. Ich brauche unbedingt neue Truppen. Und vor allem brauche ich Panzer, die das hier mal machen. Und ich muss das ganze Eisen jetzt ausgeben. So blöd es klingt. Ich wollte eigentlich auf Sparkurs gehen, aber das ist gerade schlicht nicht. So, hier, bitteschön. Gut so, dass wenigstens ein Panzer in die Nähe gegangen ist. Beide Türme weg. Ist das bitter. Wir müssen die Universitäten schützen. Oh Mann. Das kann ja jetzt echt lustig werden. Ihr drei mit da hoch. Los, Leute. Haltet die Stellung, verdammt. Panzer werden hingestellt, auf jeden Fall. So, jetzt. Wir brauchen Nahrung. So viel steht fest. Wir haben jetzt einen Haufen Nahrung ausgegeben, gerade für die Panzer, das weiß ich auch. Das waren 1000 Nahrung, das wäre eigentlich eine Nahrungslieferung gewesen. Und mir fällt gerade auf, ich muss einen Panzer weniger hinstellen. Wir werden angegriffen. Für eine Nahrungsmittellieferung. Und hier wird schon wieder attackiert von dem Panzer. Gehst mal zur Seite. Stellt euch mal gegen den Panzer, bitte. Ich warte. Ihr zwei fahrt auf jeden Fall schon mal hoch. Euer Befehl? Ich bräuchte noch Hyperions, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Das sind Furien, die wollte ich nicht. Ich wollte Hyperions. Nochmal drei, die oben die Universitäten schützen. Das kann jetzt ein ziemliches Ärgernis werden. Weil wir die Nahrung de facto für 1000 andere Sachen ausgeben müssen, als für das Weiterkommen hier. Und hier wird schon wieder... Was ist denn hier los? Der Skywatcher widmet sich bitte mal dem Helikopter. Der hier auch. Zwei Helikopter. Okay, wir haben hier unten keine Truppen. Wir haben hier unten de facto schon wieder keine Truppen. Das empfinde ich als doof. Okay, also wir stellen fest, das ist eine Mission, die sehr aufs Micromanagement setzt. Und echt nicht einfach ist. So, die Haubitze, bitte. Leute, bitte, bitte. Ich weiß, der Skywatcher ist jetzt dadurch weggeflogen, aber von mir aus. Wir werden angegriffen. Jetzt ist da oben wieder Ärger. Der Panzer kriegt das hin. Der kriegt das auf jeden Fall hin. Da mache ich mir jetzt wenig Sorgen. In der Hauptbasis sind zwei weitere Panzer fertig. Die brauche ich jetzt hier unten. Ich brauche den Schutz. Tatsächlich. Haben wir hier sonst noch irgendwelche Sachen? So mal im Wege stehen? Nee, ja. Aber auf jeden Fall, ich brauche einen neuen Bürger, der uns eine Panzerfabrik hinstellt. Denn man mag es kaum glauben, wir haben den Lastwagen verloren. Und jetzt ist hier unten wieder Ärger. Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass hier eine Artillerie, eine Haubitze und sonst sowas hier schon wieder durchläuft. Kann ich helfen? So, wir sammeln mal die Bürger, die gerade keine Nahrung sammeln dürfen. Weil hier schon wieder ein übelstes Kontingent an Gegnern kommt. Meine Güte. Das darf doch wirklich nicht wahr sein. Hier läuft eine Artillerie durch. Guten Morgen.
Also hier fährt eine Artillerie durch. So, bitte mal hier rüber. Was ist denn mit euch? Da ist eine Bürgerin attackiert worden. Der Wachposten, der hier mitten im Weg steht, bitte mal hier rüber. Die Bürger gehen mal auf das Feld. Wo ist denn jetzt das Ding? Hier drüben. So, bitte mal attackieren. Hier drüben attackieren. Wir werden angegriffen. Ja, man muss das jetzt hier parallel irgendwie ein bisschen managen. Das nervt ein bisschen. LKW werde ich im nächsten Mal hinstellen. Hier stehen doch noch zwei Panzer, aber die sollten dort stehen bleiben am besten. Wo bleiben die anderen Panzer? Bitte mal hier rüber. Da wird doch schon wieder geschossen. Sagt mal, Leute, könnt ihr den mal hier bitte... Danke. Vorrücken. Ach, da steht der Panzer. Der steht da mittendrin und keiner reagiert. Mensch, Leute. Oh Mann, ist das ärgerlich. Und die Skywatcher sind wohl weg, oder was? Das ist echt die Härte in der Mission. Okay, und die Haubitzen haben natürlich eine übelste Chance. So, macht weiter. Okay, der Panzer hat ein Riesenproblem. Und dazu haben noch andere hier ein Riesenproblem. Und ich kann nicht den Lastwagen losschicken mit der Nahrung. Brauche euch hier unten dringend. So, die Haubitze bitte. Da haben wir noch Skywatcher, die wir entbehren können. Theoretisch nicht. Okay, der eine Skywatcher hat's gerissen. So blöd's klingt, ich brauche ein paar neue Bürger. Ich kann hier nichts tun. Wir haben jetzt einen Haufen Bürger verloren, dass wir Nahrung kriegen. Oh nein. Der Panzer hat es nicht geschafft. Verstärkung ist unterwegs. Verstärkung ist unterwegs. Jetzt geht es wieder den Bürgern an den Kragen. Ja, Kommandant. Ist das ärgerlich. Jetzt ist hier oben bei den Universitäten wieder Action oder was? Ich sollte die drei Hyperions, die ich hingestellt habe, unbedingt hier runter mitstellen. So, hier ist eine Haubitze, die unbedingt weg soll da. Danke. So, bleibt auf Standby. Versucht die Felder irgendwie zu machen. Das ist halt das Problem an der Mission, dass wir keine Türme hinstellen können. Keine Türme, keine richtige Verteidigung. Keine Tore. Wir werden angegriffen. Hier ist noch ein Helikopter mitten auf dem Weg. Ja gut. Schafft der Raketensoldat das? Nee, ne? Er schafft das eher weniger. Ah, ist aufgehalten worden. Hier unten ist es schon wieder eine Haubitze. Versucht mal bitte irgendwie diese Rebellentruppen aufzuhalten. Der Skywatcher hat einen abgekriegt. Der kriegt dauernd einen ab. Okay, und unser Panzer wird einfach mal so ganz nebenbei weggesnackt. Toll. Ich sehe tolle, tolle Sachen hier laufen, die mich äußerst ärgern. Jetzt kommen Panzerabwehrgeschütze hier zum Tragen. Ich muss das Gold jetzt sogar ausgeben. Mann, ist das ärgerlich. Die Silos da unten sind down. Die Hyperions sollten sich mal hier irgendwo auf den Feldern Was? Ich habe da gerade irgendwo was einschlagen sehen. Das ist ein Helikopter. Bitte mal sich drum kümmern. Bevor die Hyperions hier aus dem Spiel genommen werden. Also ich kann keine direkten Patrouillenrouten festlegen, stelle ich fest. Das ist sehr ungünstig.
Wachposten. Patrouillieren heißt ja, nicht erkunden. Was ist denn da? Was machen der Wachposten da oben? Was macht der denn hier? Das ist ja unglaublich, Leute. Oh Mann. Also bis ich den nächsten Lastwagen losschicken kann, wird es wahrscheinlich noch dauern. Da unten ist schon wieder was los. Diese eine Haubitze. Wir werden angegriffen. Jetzt ist hier am Hauptlager irgendwas los. Ein Panzer. Zwei Panzer. Kommt her. Kommt her, Panzer. Ihr kommt mir nämlich gerade recht. Sollen unsere neuen Panzerabwehrgeschütze das hier machen? Und diesen Panzer raushämmern. Wir haben jetzt irgendwas anderes noch verloren, was mir nicht gefällt. Ich würde gerade sagen, können die Panzerabwehrgeschütze das eigentlich mit den Haubitzen lösen? Sieht machbar aus. Sehr gut. Jetzt ist da hinten noch irgendwie eine Artillerie lang gekommen, kann das sein? Okay. Oder war das ein Mörser, ein gegnerischer? Ach, da ist es doch, die Artillerie. Wow. So, die Artillerie konnte sogar nochmal schießen. Das finde ich nicht so geil. So, Panzerabwehrgeschütze hier parken. Hier haben wir noch zwei Bürger. Wir haben 2000 Nahrung. Fahr los. Wir werden angegriffen. Sir, jawohl, Sir. Der LKW fährt los. Fährt okay zum Silo von Taiwan. Wir bilden gerade keine Bürger mehr weiter aus. Wir werden angegriffen. An den Universitäten oben ist wieder Action. Ja, unsere Panzer kriegen ein kleines Problem. Versucht mal die Haubitze auszulocken, wollte ich gerade sagen. Kriegen wir noch? Hier sind noch welche. Haltet mal die Stellung. Ich brauche noch Panzerabwehrgeschütze hier oben. Wir werden angegriffen. Und das in einer gewissen Dringlichkeit. Die Skywatcher machen das hier irgendwie. Aber lieber wäre es mir. Ihr attackiert hier diese Haubitzen. Das wäre mir tausendmal lieber jetzt. Die Versorgungslinien sind bedroht. Einer unserer Lastwagen wurde geplündert und zerstört. Ja, nicht nur, dass der geplündert und zerstört wurde. Das war unser letzter... Das war fast unsere letzte Universität. Oh nein. Oh nein, es steht nur noch eine... Wo sind die Panzerabwehrgeschütze, wenn ich sie brauche? Wo bleibt ihr? Forschungsinfrastruktur oh wurde zerstört. Die VFAR hat den Wettlauf in den Weltraum verloren. Oh, Manometer. Ist das bitterlich. Okay, also wir müssen irgendwie uns eine neue Taktik überlegen. Das ist ja richtig übel. Die Frage, die sich mir stellt, ist, haben die Rebellen ein Lager? Nein, haben sie nicht. Die Rebellen haben kein Lager. Ich habe eine Idee. Ich habe tatsächlich eine Idee. Zumindest was die den Schutz angeht. Ich werde Mauern hier drumherum bauen. Dann sollen sie sich was überlegen. Wir müssen einen der letzten Autosaves laden. Und ich habe vergessen, welchen. Das ist ungünstig, ich weiß das. Allerdings kann ich da jetzt wenig machen. Ich lade mich mal in den hier rein. Mal gucken, wie die Situation jetzt da ist. Panzer. Ich glaube, das ist gerade am Anfang. Fertig. Oder? Sieht ganz danach aus. Kann ich helfen? So, dann also bitte.
Wir werden angegriffen. Na gut, am Anfang ist es nicht gerade, aber... Unverzüglich. Also die Grundmauer ist gestellt. So, die beiden Türme hier stehen auch noch. Das ist gut. Das ist wichtig. Das ist gerade sehr, sehr wichtig. 5 Panzerabwehrgeschütze. Ihr lauft hoch. Ich brauche die gesamte Verstärkung an den Feldern und an den Universitäten. Fertig. Kann ich helfen? Wir werden angegriffen. Dann brauche ich hier unten noch eine Mauer. Wir werden angegriffen. Eine ziemlich große Mauer sogar. Von mir aus abschließend mit der Karte. Hier drüben gibt's Ärger mit einem Mörser. Soll sich der Hyperion mal drum kümmern. Wir werden angegriffen. Hier drüben gibt's schon Ärger mit einem Panzer. Wir werden angegriffen. Und mit einem Hubschrauber. Ich warte. Bitte mal drum kümmern. Ach, Artillerie. Versuch die Artillerie mal zu... Sir, jawohl, Sir. Das war die gegnerischen Panzer. Euer Befehl? Das war, glaube ich, der Moment, in dem wir hier das große Problem gekriegt haben. Ich warte. Sir, jawohl, Sir. Komm mal ein Stück vor, dass du nicht in Reichweite der Artillerie bist. Sir, jawohl, Sir. Komm mal ein Stück rüber. Okay, ich weiß noch nicht, wo der Panzer jetzt war. Ein Panzerabwehrgeschütz gegen 2 Panzer ist nicht so gesund. Wir werden angegriffen. So, Bürger werden ausgebildet. Hier drüben ist eine Haubitze, die in aller Ruhe schießt und ihr rennt vorbei. Das, achso, ja, stimmt. Ich habe dich ja hochgeschickt ursprünglich. Okay, Haubitze weg. Bleibt, wo ihr seid. Also, nee, andersrum, fahrt hoch. Die Panzerabwehrgeschütze fahren auch mal hoch. Ich bräuchte am besten mal noch 2 angegriffen. Bürger, die da oben auch noch eingreifen können. Na, ah, jetzt wieder so ein Panzer. Nur zu, euer Befehl. Lass dir mal helfen. Ich warte. Euer Fährst Befehl. Hier rüber, mal mitten aufs Feld am besten. Hier wird gemacht Fertig. Und geackert. Gesagt, seht zu, dass die Mauern geschlossen werden. Das wäre wichtig. Erwarte Befehle. Hier ist eine Haubitze, die in aller Ruhe schießt. Bitte mal drum kümmern. Erwarte Befehle. Euer Befehl. Fertig, Sir. Euer Befehl. So, jetzt zumindest eine Idee habe ich. Ich weiß nicht, ob es das bringt. Wir werden angegriffen. Das werden wir, glaube ich, echt sehen müssen. Ich weiß es halt wirklich nicht. Ich warte, euer Befehl. Zweiter Panzer hält mal hier drüben Stellung. Und die Skywatcher sollte ich auch in die Nähe stellen. Ich sollte noch eine Panzerfabrik hier unten hinstellen. Wie sieht's bei der Mauer aus? Die wird gebaut. Die wird auch gebaut. Ich weiß, das wird jetzt ein Riesending. Mit diesen Mauern, aber es ist gerade das Einzige, was mir ein bisschen was bringt. Was mir gerade zumindest ein bisschen eine Idee bringt, wie wir es lösen könnten. Ich sage bewusst könnten. So, LKW brauche ich einen neuen. Der jetzt mal da hochfährt und uns ein paar Truppen liefert. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht mit dem Ganzen. Das müssen wir jetzt mal sehen. Also, ich fasse kurz zusammen. Die Mauer wird jetzt hier gebaut. Ich versuche, die jetzt hier ein Stück drumherum zu ziehen. Sozusagen bis hierher. Dass da keiner mehr weiter durchkommt, beziehungsweise dass sie sich durch die Mauer schießen müssen. Ist ein Zeitfaktor. Den neuen LKW, der jetzt gleich kommen müsste, schicke ich dann hoch. Und hier oben werde ich das Ärgernis auch irgendwie loswerden müssen. Was zum Geier, wie viele Artillerien sind hier gerade erschienen? Moment mal. Ja, Skywatcher, könntet ihr mal ein Stück vorfahren, dass ihr diesen Helikopter hier bekommt. Das wäre sehr, sehr nett von euch.
rote, grüne, neune. Okay, wir brauchen Verstärkung. Los geht's. Den LKW schicke ich hier runter. Panzerabwehrgeschütz schicke ich hoch. Euer Befehl, Sir. Ein Turm ist schon weg. Okay, eigentlich wollte ich ja gerade die Folge beenden, jedoch muss ich feststellen, dass es jetzt hier gerade nochmal spannend wird. Jetzt sind die beiden Bürger da, ich fasse es nicht. Just in dem Moment sind die beiden Bürger da. Oh, ist das bitter. Ach, und jetzt stehen hier noch mehr Gegner im Weg. Hoch mit euch, hoch mit euch, hoch mit euch. Okay, wir schaffen es nicht. Unsere Forschungsinfrastruktur wurde zerstört. Ach, ich überspringe das. Schade. Also müssen wir uns doch nochmal reinladen. Das machen wir aber tatsächlich in der nächsten Folge, denn da werde ich mir nochmal was anderes überlegen müssen. Vielleicht sollte ich den Fokus auf hier oben setzen, wenn der Angriff so direkt kommt. Schade, passiert aber. Da haben wir halt diese Folge mal groß verloren. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.